Herzlich willkommen, meine Damen und meine Herren, zu Mick Knaufs Daily. Immer wieder täglich eine neue Aktie, die gerade vielleicht im Fokus ist oder die man irgendwoher halt eben gesucht hat. Ja, heute habe ich mich mal um den großen Bereich der Deutschen Bank gekümmert. Ja, die Bankentitel nach dem Brexit ja ordentlich unter Druck. Ja, Deutsche Bank hat bei Zeiten ordentlich verloren, aber in diesem Sinne auch die Commerzbank. Da versucht natürlich gerade Deutsche Bank-Chef John Cryan massiv gegenzuhalten und versucht den Aktienkurs seines Unternehmens dann doch positiv anzuschieben. Aber das scheint momentan tatsächlich nicht von Erfolg gekrönt zu sein. Denn wir hören schon, dass mehrere Hedgefonds, ob nun Marshall Wace oder auch Soros Fund Management, hier derweil eher ihre Short-Positionen in der Deutschen Bank auf- und ausgebaut haben. Also da drängt man noch mehr auf fallende Kurse, muss man sagen. Und ich meine, die Deutsche Bank hat natürlich auch momentan nicht unbedingt so das beste Feeling innerhalb des Publikums. Naja, da ist man halt eben auch nicht so das beliebteste Unternehmen. Vor allen Dingen die rechtlichen Auseinandersetzungen, die da halt eben noch hinterstecken. Ja, davon wird die Deutsche Bank natürlich noch massiv in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten natürlich noch verzweifelt bei Zeiten sein. Ja, das positive Licht, was hat eben John Cryan versucht hier anzurühren, klar, das muss er als Vorstandsvorsitzender auch, aber da ist es natürlich wirklich schwierig. Aktuell geht es ihm natürlich darum, die Bank zu restrukturieren, um die Basis für ein zukünftiges, profitables Wachstum zu schaffen. Ich meine, wenn Sie tatsächlich jetzt längerfristig anlegen wollen, sind natürlich Kurse bei 12,40 Euro respektive noch tiefer, da natürlich schon fast irgendwo geneigt und geeignet, um einzusteigen. Da müssen Sie aber auch so viel Luft haben, dass Sie wissen, der Kurs könnte noch weiter runtergehen. Ja, im Hoch lag die Aktie immerhin bei 32 Euro. Ja, auf Jahressicht hat sie jetzt mittlerweile schon über 50% verloren, auf 3-Jahres-Sicht fast schon an die 60%. Ich meine, dass da natürlich die Aktionäre bei Zeiten nicht glücklich mit sind, ist verständlich. Aber meine, wenn Sie jetzt tatsächlich jetzt die Überlegung tätigen, in die Deutsche Bank hineinzusteigen und da ein bisschen Luft haben, ja, dann sollten Sie natürlich auf die Worte von John Cryan natürlich vertrauen. Der hat unter anderem übrigens gesagt, dass er keine weitere Kapitalerhöhung plant, sich also somit kein Geld von den Aktionären dementsprechend wiederholen will. Aber mein Gott, das haben wir natürlich 2013 und 2014 natürlich auch schon letztlich gehabt, wo die Vorstände immer wieder gesagt haben, nein, nein, es kommt nicht zu einer Kapitalerhöhung. Und dann kam sie dann trotzdem. Naja, und zum anderen muss man sagen, wir hatten ja noch die Nachrichten in den letzten Tagen, dass vor allen Dingen die US-Tochter bereits mittlerweile zum zweiten Mal durch den Stresstest der US-Notenbank gefallen ist. Das sind natürlich Nachrichten, die kann man momentan natürlich überhaupt nicht gebrauchen, muss man sagen. Naja, und wenn wir jetzt überlegen, nächster charttechnischer Widerstand, der liegt bei 13,03 €. Und da haben wir natürlich momentan wenig Investoren, die da tatsächlich den Banken etwas zutrauen. Aber das ist natürlich eine Chance und eine Möglichkeit für Sie. Denn an den Börsen heißt es ja bekanntlich immer, dann soll man kaufen, wenn die Kanonen am lautesten donnern. Naja, und bei der Deutschen Bank, da geht es mittlerweile schon relativ laut zur Sache. Und wenn Sie längerfristig Zeit haben, um sich Ihr Vermögen aufzubauen, um tatsächlich Ihr Portfolio längerfristig auch liegen zu lassen, ja, dann, denke ich mir, haben Sie durchaus Chancen und Möglichkeiten, auch bei der Deutschen Bank jetzt zu Tiefstkursen tatsächlich hier eine Position aufzubauen. Also, dieses Papier, sollten Sie noch nicht drin sein, ist momentan so günstig, dass es vielleicht sogar für Sie einen Blick wert ist. Ja, das war Mick Knaufs Daily zum Thema Deutsche Bank Finanztitel nach dem Brexit. Ihre Chancen und Ihre Möglichkeiten.